Es ist wirklich, wirklich beschissen, gefährlich und es fickt euch und es fickt euch vor allem. Da gab es alles zu kaufen. Waffen, unter anderem eben auch Marihuana-Samen. Ich könnte für heute Abend wahrscheinlich irgendwie 20 Gramm Koks besorgen. Ja, und da habe ich mir mal sowas gekauft. Aber es ist trotzdem noch so ein leicht verruchtes Thema, ne? Weil ich fühle mich auch gerade ein bisschen merkwürdig, darüber zu reden, muss ich sagen. Ja, ne? Es ist so... Muchachos, ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid richtig gut drauf heute wieder. Cringe. Content bei den Losers. Ich hoffe, es wird nicht. Sass. Denn wir sind mal wieder mit richtig viel Skill unterwegs. Warum bin ich so schlecht, so scheiße, Alter? Das ist ein wunderschöner Hakuna Deko. Hasta la Hallo, Muchachos. Es wird auf jeden Fall richtig sass, weil Marvin uns einen Rocket Voltic Parcours rausgesucht hat. Und ich hasse Rocket Voltic, wie wir alle wissen. Wobei, was heißt, ich hasse es? Es gibt Schlimmeres, oder? Nicht so gerne. Es gibt Schlimmeres, wie zum Beispiel BMX. Also, wir sind nach wie vor etwas cranklich. Deko hat jetzt auch ein bisschen erwischt. Wir sind, kurz davor, in Rente zu gehen, weil Man wir schon kennt so alt ihn, sind. Die typische Urlaubserkrankung. Klassiker, oder? Oder Nachurlaubserkrankung. Oh mein Gott, ja, den Punkt hole ich mir schnell. Ja, geht schnell, ne? Also, einmal irgendwie durch Regen gewartet, einmal ein bisschen kurz kälter geworden und schon hat man irgendwie ein kleines Hüsterchen. Deswegen, falls ihr auch gerade krank seid, gute Besserung von den Losers an euch, Muchachos. Und vielen, vielen Dank auch für die ganzen Genesungswünsche, die uns bestimmt schon erwischt und erreicht haben. Digga, ich will einmal drauf, Digga, einmal drauf. Gar nicht so einfach hier der Bumse. Ich bin gegengestoßen. Ja, es geht. Ich bin jetzt auch schon gegengestoßen. Ja, jetzt habe ich ihn. Das müsste hoffentlich, darf ich nicht daneben fallen jetzt, wenn runterfallen. Ja, das meine ich. Ey! Das war mir auch schon passiert. Das war bei mir auch schon, deswegen sage ich ja, gar nicht so einfach. Aber eigentlich war ich drauf. Eigentlich Popeinerich. Ich liebe Rocket Voltic. Eigentlich ist Rocket Voltic ziemlich geil, Muchachos. Also man braucht eben so ein bisschen... Brauche eben so ein bisschen Skill, ne? Also da kann man dann immer schauen, so, hat man jetzt Skill oder hat man keinen Skill, ne? Also ich glaube, bei Deko sehen wir es gerade schon alle. Bei mir kann man so ein bisschen sehen, ja, der hat schon so ein bisschen drauf, so, der ist schon ziemlich geil drauf. Oh. Marvin, der Geschichtenonkel. Ja, Muchachos. Ich falle genau davor runter, oder was? Ey. Am Anfang jetzt ein bisschen Werbung in euer Gesicht. Wir haben eiskalten Creator-Code. Also wenn ihr bei Ubisoft unterwegs seid, einfach mal... Losor, ja? Eingeben und, nicht. Und supporten wollt natürlich, ne? Also genau. Ein bisschen dafür. Ja, ey, aber es selbst. Haben, by the way, wir haben dieses Teil, diesen Creator-Code von Ubisoft niemals beworben. Der war einfach nur bei unserer Twitch im Titel drin, ne? Und es haben schon über 1200 Leute das Teil benutzt, ohne dass wir einmal Werbung gemacht haben. Deswegen danke schon mal für den. Ey, vielen, vielen Dank für euren Support, wirklich. Support, dass ihr das einfach so macht. Bisschen dafür. Und ja, ne, also falls ihr irgendwas holen wollt bei Leck Ubisoft, mich, sei es jetzt Rainbow Six oder Credits für Rainbow Six, um im Marketplace ein bisschen Skins zu kaufen oder Assassin's Creed Valhalla oder was auch immer ihr euch holen wollt bei Ubisoft, gerne unseren Code eingeben. Danke euch für den Support, Muchachos. Küsschen geht raus. Aber. Außerdem haben wir auch einen neuen Merch-Shop am Stissel. Ja. Mit den neuen Aber Designs. Kurz noch zum Thema Creator Code. Ja. Selbst wenn ihr uns nicht unterstützen wollt, ja, dann unterstützt euch selber, denn ihr spart ganze 1 Cent, ja, wenn ihr den Creator Code eingibt. Spart ihr, wird 1 Cent abgezogen. Ja. Weiß nicht genau, woran es liegt, aber man, ne, 1 Cent, also wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert, ne? Ganz klar, ja, ganz, ganz klar. Und ja, Deko hat schon gesagt, Losor ist der Creator-Code und losors.shop ist unser Merch-Shop, Digga. Jetzt haben wir eine eigene Domain hier, war Digga, losors.shop, Alter, als wären wir in der Zukunft angekommen, ey. Digga, was ist da los? Seit wann sind wir denn so hyper, ey? Hyper. Ja, hier runter, oder was? Seit wann geht denn hier sowas klar? Seit wann sind wir denn so fortschrittlich, Deko? Seit wann? Ich finde das cool, Alter. Losors.shop ist ja, das ist unser Merch-Shop, ist es schon? Ja, hat was, ne? Vielleicht, cool. Vielleicht gibt's da demnächst auch Salz, ne? Also eigentlich können wir da jetzt ja alles reinbrezeln, oder? Keine Ahnung, so ein Saatgutscheiß, Salzige den wir verkaufen. Saatgut? Oh, ja. Unsere eigenen... Kräutergärtner dann, weißt du? Unsere eigenen Kräutergärtner so haben. Also, ja. Digga, das hätte was. Der hätte was, ne? Tatsächlich habe ich schon gesehen auf, ich glaube von Pizmeat war das, oder Mr. Morgan oder so, hat gepostet, wer ist der erste Creator, der zu seinem Merch auch noch Cannabis verkauft.
Aber es ist natürlich verboten, darfst du kein Cannabis verkaufen. Aber Samen? Glaube ich. Weiß ich gar nicht. Ja, aber das ist ja genauso. Wer legt irgendwie in der Merch-Bestellung irgendwie einen kurzen bei? Also, das ist ja, geht ja in dieselbe Richtung. Macht ja auch keinen Arsch, oder? Das muss man ja schon irgendwie ein bisschen trennen, oder? Das war ja auch ein Scherz, würde ich sagen, ne? Weiß ich nicht, also bei dem einen oder anderen kann ich es mir gut vorstellen. Würdest du auch machen? Nein, würde ich nicht, weil es ja verboten darf. Und du darfst ja kein Zeug vorbei. Ich weiß nicht, wie das ist, weil es. Also darfst du nicht verkaufen. Aber wenn man das jetzt so zulegt, das kostet kein extra Geld so, für das Gras wird kein Geld verlangt, sondern es einfach nur zum Merch-Bundle zum Beispiel. So ein Gulli oben drauf, weiß nicht, ob das erlaubt ist. Weißt du, so ein neuer Schwarzmarkt, so, wir holen jetzt hier die ganzen Leute ab, die so ein bisschen einen rauchen wollen. Hier, ihr zahlt 100 Euro für den Hoodie und dafür kommt genau. 5 Gramm Gulli kostenlos oben drauf. Ich glaube, das ist die Frage, ob dann sowas geht, ne? Sondern das so löst, das hat bestimmt wahrscheinlich also, auch wieder so einen rechtlichen... Wahrscheinlich auch nicht, weil nein, natürlich ich nicht. Glaube, du darfst wirklich nur von irgendwelchen Social Clubs da als Mitglied dann kriegen. Bei den Social Clubs darfst du ja auch nicht kaufen, du darfst nur einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Und bekommst dann dafür dann für den Mitgliedsbeitrag kostenloses Zeug. Aber die Frage ist jetzt, was machen jetzt alle Dealer? Also, ist ja schon krass, dass die jetzt alle so ein bisschen trocken sind, ne? Also, haben wir Dealer in der Community? Ihr könnt euch ja anonym irgendwie mal hier erkennen lassen. Was macht ihr jetzt? Ich weiß es tatsächlich nicht, weil das Ding ist ja am Ende, der Dealer hat Probleme, wenn... Der Marktpreis vom Weed jetzt, dadurch, dass man das beim Shop bekommt, günstiger ist. Ja, also wenn jetzt der Dealer quasi das Doppelte verlangt von dem, was man in so einem Social Club bezahlen würde. Hast du da eine Linie hingelegt? Nee. Ich glaube, wir haben nicht das mal. Das ist nur so ein Strich von dem. Oh, wir hätten sogar. Warte mal, die Anhebungsmine kommt hier hin. Boop. Ich habe jetzt eine gelegt. Also wenn das günstiger ist beim Dealer als beim Social Club, dann kann natürlich der Dealer immer noch verkaufen. Okay, dann müssen wir das Thema einmal ganz, ganz kurz anreißen. Also ich bin ein riesen Freund davon, dass das jetzt endlich legalisiert wird. Kurz dazu, in meiner Jugend, wie alt war ich da, so 16, 15 ungefähr, kannte ich einige Dealer, einige. Und ich habe mitbekommen, Gesundheit erstmal, Dankeschön. Dass die ihr Zeug mit Vogelsand und mit Haarspray schwerer gemacht haben. Alter, das ist aber, hauptsächlich kanntest du dann einfach, ey. Schon ganz schnell Bastard-Move. Ja, natürlich. Also so Haarspray rauchen oder Vogelsand rauchen ist schon ziemlich ungesund. Ja, und das ist ja das Gute, dass man jetzt irgendwie kontrolliertes Zeug holen kann. Und ich glaube nicht, dass die Boys die einzigen sind, die da irgendeine Scheiße reingehauen haben. Also, ich glaube, das ist mittlerweile schon ziemlich unüblich. Ja, okay. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht mega krass gut aus. Aber ich kenne aus meiner Jugend jetzt so, wo ich so 16, 17 war, kenne ich solche Geschichten auch. Ja. Aber jetzt in meiner jüngeren Vergangenheit, letzten 10 Jahre oder sowas, habe ich das eigentlich überhaupt nicht mehr gehört, dass da irgendwie Haarspray oder Vogelsand oder so beigemischt wird. Oder das haben nur die ganzen jungen Dealer gemacht, ne? Die da mit so wirklich mit 16 oder 15 angefangen haben. Ja, die dann selber irgendwelche 16-jährigen Kunden aus der Schule haben, die selber einfach noch gar keinen Plan haben, wie das aussieht und man das erkennen kann und sowas. Ja. Kurze Story dazu. Weiß selber auch, ich wüsste genau, wie wenn da jetzt Vogelsand drin ist, würde ich schon sagen, wahrscheinlich erkenne ich das, oder? Wenn da so Sandkrümel irgendwie an den... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Alter, der war so pro-mäßig, Digga, ich bin so ein Profi. Komm ich rein? Komm, ich komm nicht rein. Okay, aber er war schon ziemlich Profi. Ich habe damals, ich habe ja meine Orientierungsstufe gemacht. Muchachos gab es damals noch. Man ist da nicht sofort Hauptschule, Realschule oder Gimmi gekommen, sondern es gab erstmal so eine OS, wo sich dann herausgestellt hat, wohin gehört dieser Schüler. Wie schlau bist du? Gibt es jetzt ja nicht mehr und ich hatte damals eine Realschulempfehlung, hab dann meine Realschule gemacht und war dann auf der Realschule. Ja, aber aus dir ist ja noch was geworden. Also wie gesagt, ja, diese Empfehlungen sind ja auch alle nur so. Also selbst aus einem Hauptschüler kann ja noch was werden. Also man muss sich einfach nur ein bisschen anstrengen, ne? Also sag ich jetzt mal so. Ja. Also selbst wenn ihr eine Hauptschule oder so habt, Digga, macht euch nicht klein oder so, dann ist das Schulsystem wahrscheinlich hat nicht das, eure Stärken. Das Schulsystem ist ein Bastard. Hat einfach nicht eure Stärken gefördert, weil jeder Mensch hat irgendwelche Stärken. Ja, selbst Deko hat irgendwelche Stärken. Ich weiß nicht was, aber irgendwas wird er schon haben. Irgendwas sein, glaube ich. Irgendwas hat er schon irgendwie richtig gemacht. Deko kann richtig gut Schachtelsätze basteln, habe ich in der Bachelorarbeit gemerkt. Das stimmt aber, tatsächlich, ja. Zurück nochmal zu der Realschule. Direkt an der Hauptschule dran, das heißt, da war schon die Kriminalität. Ne, ist jetzt so richtig pauschalisiert. Ja, da ist auf jeden Fall direkt die Kriminalität dran. Da gab es alles zu kaufen. Waffen, unter anderem eben auch Marihuana-Samen. Digga, Samen. Und
ein Typ. Das gab's bei dir in der Schule zu kaufen. Ja, und da habe ich mir mal sowas gekauft. Habe ich mir sowas gekauft und habe das bereitgelegt für mich, dass ich das jetzt mal zu Hause anpflanze und habe dann zu Hause dann so diese Pflanzen gehabt und wollte das natürlich undercover machen. Ja. Nicht, dass gemerkt wird, dass ich hier Graspflanzen anbaue, im Alter von 16 oder so. Und habe dann da kein Licht dran gelassen, sondern in der Holzbox habe ich die versteckt, die Pflanzen. Daraus ist natürlich nichts geworden. Ne? Und ja, das war so meine erste Zeit, aber die Frage ist auch, habe ich überhaupt jemals Graspflanzen gehabt oder war das eine Orchidee oder eine Tulpe? Digga, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich habe es einfach für voll genommen, habe die für, keine Ahnung, 2 Euro damals gekauft. Ich hätte auch eine Brennnessel. Oder Grassamen sind ja auch echt nicht teuer, ne? Also. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Du kaufst die, ich hab sowas gesehen, erst wo es erlaubt ist. Ist das so ein Samen, kostet irgendwie 5 Euro das Stück oder so, oder 4. Ah, okay. Das ist schon nicht so mega teuer. Aber deswegen, damals konntest du eben mit jungen Leuten, konntest du alles verkaufen. Vielleicht war das so ein Pfefferkorn oder so, ne? Keine Ahnung, ich habe 2 Euro dafür gezahlt. Und dass das jetzt alles so ein bisschen geregelt ist, staatlich, dass du im Notfall, ja, dass du nicht zu Dennis Berger gehen musst, der bekannt ist dafür, dass er in der Schule richtig krasses Zeug vertickt, sondern da gehst du einfach, wenn du dein Alter erreicht hast, keine Ahnung, in so einen Club, um dir da dein Zeug zu holen und weißt ganz genau, okay, da ist kein Vogelsand drin und da haben irgendwelche Chacos auch kein Haarspray reingeballert, dann ist das doch nur positiv. Weil die Leute würden es doch so oder so konsumieren, das ist ja das Ding. Es wird doch so oder so geballert, also dann lass den doch haben zumindest... Haben sie vorher schon, werden sie auch immer weiter machen, tun sie auch mit Koks und ich weiß nicht, aus allem... Dann ist ja lass nur, weil es verboten ist, heißt ja nicht, dass man es nicht nehmen kann. Wenn man das nehmen will, dann ist das nicht mal schwierig, also... Ich könnte für heute Abend wahrscheinlich irgendwie 20 Gramm Koks besorgen. Echt? Ja. Krasse. Mach ich nicht, habe ich einmal Koks genommen, aber ich glaube, es war fake. Da war ich auch noch jünger. Ich habe übrigens nichts gemerkt davon. Ich weiß nicht genau, wie stark man das merkt, wenn man was nimmt, aber das erste Mal, nehme ich mal an, sollte man theoretisch schon was davon merken. Da hast du wahrscheinlich auch nur irgendwie Mehl oder so geballert. Ich habe übrigens. Höchstwahrscheinlich, ja. Also solche synthetischen Sachen, wobei Koks ist ja eigentlich im Grunde genommen auch irgendwie pflanzlich, ne? Mit der Coca-Pflanze. Ja, wobei das halt alles immer. Also wenn es jetzt 100% reines Koks wäre, ja, dann wäre es halt pflanzlich. Aber ich bin mir nicht sicher, wie du überhaupt irgendwie an komplett 100% reines Koks kommst. Da musst du schon so Breaking Bad-like musst sein, wahrscheinlich ne? Musst du wahrscheinlich irgendwie so den Kolumbien-Kontakt haben oder so, wie das rüberschicken. Ja, so krass war ich auf jeden Fall noch nicht unterwegs. Das ist bei mir... Ich hab nicht mal Pilz oder so. Nee, also, Pilz hab ich, da hab ich Angst vor. Es gibt ja diesen Open-Mind-Drogenkanal. Der das so alles geführt macht, oder hier Tomatolix, ne? Der hat ja auch schon sich, keine Ahnung, was alles reingeballert. Da hab ich Respekt vor, ich brauch sowas nicht. Also ich hab Freude an meinem Life, brauche nichts, um mich so richtig krass aufzupushen. Ist genauso wie Alkohol, ne? Muss man eine bestimmte Phase für haben. Ich würde jetzt nicht einfach morgens aufstehen und mir, keine Ahnung, ein Bier reinzwirbeln, sondern da muss man eben in der Laune für sein. Wahrscheinlich ist es so genauso auch bei den anderen Sachen. Aber wird da immer nur auf Mary Jane zurückgreifen. Ja, ist meine persönliche Grenze so. Kann jeder selber für sich entscheiden, aber das ist so bei mir. Ja, wobei, ich weiß nicht, ich habe ja auch schon mal auf der Nature One auf dem Festival mir eine Pille gekauft, eine E. Hast du mal erzählt, ja. Aber es war ja auch nur Waschmittel, ne? Waschpulver oder irgendwie sowas. Das war einfach so ein Typ, der rumgelaufen ist. Der schon Geld verdient hat nebenbei. Irgendwelche Trottel gesucht hat, die für 10 Euro von irgendeinem fremden Typen auf dem Festival sich eine Pille kaufen. Ich habe ja auch schon mal auf der Nature One mir eine Pille gekauft, eine E. Irgendwelche Trottel gesucht hat, die für 10 Euro von irgendeinem fremden Typen auf dem Festival sich eine Pille kaufen. War das dann so ein... Ich kenne ja dieses Wäscheparfum. Kennst du das? Von Ledox oder wie auch immer das heißt. Sind so kleine blauen Dinger, die man sich da reinballert. Sind übrigens richtig geil. Ich baller die immer rein. Seitdem jetzt der kleine Bub mein Kind da ist, hauen wir das nicht mehr rein. Aber davor habe ich das immer gerne in die Wäsche reingehauen. Digga, ist richtig geil. Dann kannst du nämlich deine Wäsche auch mal irgendwie 8 Stunden oder so gefühlt drin lassen. Musst nicht sofort aufmachen, ohne dass sie danach mal nach Schimmel riecht. Empfehlung geht raus, Muchachos. Werbung ist da. Ich glaube, das ist ziemlich scheiße, so ein Wäscheparfum. hat ja einen Grund, dass du es jetzt nicht mehr bei deinem kleinen Kind da mit reinmachst. Ja, da benutzt du ja auch nicht so einen Scheiß wie Weichspüler oder so. Übrigens, meine Hippie-Hebamme damals bei dem Geburtskurs hat gesagt, Apfelessig soll ganz gut sein. Was? Als Weichspülersatz. Als Weichspülersatz? Oder? Ja. Also, ich mag gar keinen Weichspüler. Ich habe ja einen Trockner. Und
Wir haben auch keinen Weichspüler, ne? Das ist eigentlich weich genug. Ich kenne ja so von der Mama von damals irgendwie noch, oder? Wenn man keinen Trockner hat, dann macht Weichspüler schon Sinn. Weil wenn du Klamotten einfach nur in der Waschmaschine hast, mit ohne Weichspüler und dann über einen Kleiderständer trocknest, dann sind die schon ziemlich hart. Also ich mach das nur so und bei mir ist eigentlich ganz gechillt. Ich hatte immer dann ziemlich harte Klamotten. Ich glaube, das liegt auch am Wasser, oder? Wenn du so hartes Wasser oder so einen Scheiß hast, dann ist bei mir gesehen, Muchacho. Ich habe by the way auch gedings jetzt, ich hab mal geguckt. Es gibt so automatische Hanfsamen. Also Automatic Grow. Du musst ja eigentlich, wenn du es selber anbaust, musst du ja auch so musst den Topf wechseln zwischendurch oder musst irgendwie noch. Irgendwas musst du machen, damit die Blütephase eingeleitet wird. Ich weiß nicht, ob du das Licht ausmachen musst oder irgendwie sowas oder das Licht ändern musst oder so, kein Plan. Ist das dieses klischee-mäßig, dieses UV-Licht, dass das einfach so draußen nicht erkannt wird? Von damals noch, als das noch so richtig illegal war? Oder hat das was damit zu tun, weißt du das? Weil so in Filmen und so sieht man ja auch immer das ist alles so ultraviolettes Licht. Ja, sind halt Pflanzen, die brauchen halt Licht, ne? Ja, aber warum nimmt man nicht. Wenn du das drin machst, dann. Warum nimmt man nicht anderes Licht? Warum muss nur dieses komische UV-Licht oder was auch immer das ist? Nee, weil es möglichst großes Spektrum haben muss, das Licht. Ah, okay. Und ich habe einen Kumpel, der baut jetzt selber seine drei Pflanzen an und der hat sich dafür extra so richtig krasse LED, also es gibt irgendwie Fortschritte in der LED-Technik. Und LED-Lampen sind, die halt sehr wenig Strom verbrauchen, aber trotzdem ein richtig krasses Spektrum an Licht irgendwie am Start haben. So habe ich es verstanden zumindest. Er hat jetzt halt so LED-Lampen gekauft dafür, also es geht wohl auch mit LED-Lampen und nicht mit irgendwelchen Infrarot-Dingern. Aber es ist trotzdem noch so ein leicht verruchtes Thema, ne? Weil ich fühle mich auch gerade ein bisschen merkwürdig, darüber zu reden, muss ich sagen. Ja, ne? Es ist nicht so ganz legit irgendwie. Also, man weiß es nicht. Diese Samen, das sind so Automatiksamen. Ich glaube, da ist dann die Ausbeute ein bisschen geringer. Aber, muss man ja sagen, du darfst ja eh nur irgendwie, ich weiß nicht, 50 Gramm darfst du zu Hause haben oder so? Keine Ahnung. Darf man Erdnuss? Ich weiß ja nicht. Musst du da gucken. 25 oder 50 Gramm, keine Ahnung. Darf man zu Hause haben. Und aus einer Pflanze, wenn du die richtig machst, da kommen ja irgendwie teilweise 200, 300 Gramm raus. Du musst, by the way, laut Gesetz, musst du alles, was über diese 50 Gramm rübergeht bei deiner Ernte, musst du vernichten. Verbrennen, ja. Das macht wahrscheinlich jeder. Eher. Macht wahrscheinlich jeder, eher. Aber jedenfalls, ne, diese Automatikdinger, die haben halt ein geringere Ausbeute. Aber dafür hast du halt weniger Arbeit. Und da man ja eh nicht alles verwerten darf, diese 300 Gramm oder so, sondern halt weniger, glaube ich, wenn ich das mal testen würde, einfach weil ich auch gar nicht keine so einen grünen Daumen habe. Digga, ich habe den krassesten grünen Daumen ever, ey. Versuchen. Ja, deine armen, verkümmerten Tomatenpflanzen da. Digga, also ich bin wirklich N1, Digga. Also, wenn ich mal sowas machen würde, Digga, ich hätte wahrscheinlich kiloweise, dann wäre ich Pablo Escobar plötzlich, ey. Würdest du dich aber bei mir melden, ey. Ich hätte gern 3 Kilo. Ja, vielleicht. Digga, dann bin ich hier Blueberry Yum Yum, Digga. Von Ludacris. Darfst du aber nicht verkaufen, deswegen bringt's dir nichts. Ja, muss ja niemand wissen, oder? Also, ich kauf das erstmal dir, dann zeig ich dich an. Du weißt nur über PayPal dann, ne? Familie und Freunde. aber ja, ich finde das mega, mega interessant jetzt. Auf jeden Fall muss ich sagen, sehr fortschrittlich und es gibt natürlich auch andere Meinungen, die sagen. Ja, fortschrittlich nicht. Also am coolsten würde ich es finden, wie es wäre in den USA, wo du halt wirklich in so einen Laden reingehst. Da steht dann so ein Typ, der so wirklich so aussieht, als würde er jeden Tag sich 8 Dübel fertig drehen. Wenn ich dann berät und das hier, das haut ich richtig hart in die Couch und damit hier gerade zu feiern gehen, das hier macht dich so ein bisschen gesprächig. Und dann bekommst du so ein kleines Gläschen mit so einem Aufkleber unten drauf, wo drauf steht so viel THC ist da drin, so viel CBD und ich weiß nicht, was noch so drin ist. Das wäre fortschrittlich, so richtige Cannabis. Es geht zumindest in die richtige Richtung. Es nicht ist so besser, als es vorher war, sagen wir so. Nicht so wie die Leute aus Bayern und mit Söder, die immer noch behaupten, das wäre eine Einstiegsdroge und wir werden jetzt alle richtig unproduktive. In Bayern, bei ihren ganzen Volksfesten, die sie haben, wo sie sich alle mit Bier wegsaufen, fangen die jetzt an, dass sie Cannabis-Genuss verbieten. Es ist so krank, Alter. Digga, die saufen sich da die Hucke voll, Alter, im Oktoberfest. Die kotzen, es gibt extra so einen Hügel, der nur so zum Kotzen extra da ist. Und dann sagen die aber, ja, aber Cannabis, nein, das ist, weiß nicht, gefährlich oder so, kein Plan. Ja, deutsches Kulturgut, Digga, deutsches Kulturgut. Es ist so behindert. Wenn man mal sich die ganze Geschichte dazu anschaut, haben wir auch schon mal drüber gequatscht, also das Thema Cannabis ist ja nicht zum ersten Mal hier bei uns. Ist ja auch die Geschichte dahinter richtig interessant und auch hat wieder richtig viel mit Lobbyarbeit zu tun. Verschiedene Dinge. Es gibt ja die einen sagen, das ist so ein rassistisches Ding, weil halt. Habe ich auch schon mehrere Sachen gehört. Wahrscheinlich so eine Mischung halt einfach. Früher so Cannabis konsumiert haben und deswegen halt, um die Ausländer härter irgendwie ranzunehmen. Das ist so ein amerikanisches Ding, ne? Cannabis-Verbot.
Ja, aber auch in Deutschland, nicht in Amerika. Also nicht nur Amerika, auch in Deutschland ist das ein Grund gewesen. Dann gibt es wieder so Leute, die sagen, ne, die Papier- oder Textilindustrie hat da ein Ding drauf, weil du kannst ja Hanf auch richtig gut als Papier- oder Textilersatz nutzen. Aber wahrscheinlich, also wie gesagt, das Leben ist ja nicht einfach. Wahrscheinlich ist das einfach eine Mischung aus verschiedenen Dingen, ne? Es ist also ist wahrscheinlich nicht nur das eine, sondern es ist einfach eine Mischung einfach. Ein wildes Sammelsurium von wilden Sachen. Ja. Aber Muchachos, nehmt Cannabis, auch wenn es erlaubt ist, nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Nein, auf gar keinen Fall. Gerade wenn ihr noch jung seid, und da meine ich tatsächlich alles so mindestens unter 20, lasst, ich will nicht sagen, eure Finger davon, wenn man jetzt mal irgendwie am Wochenende alle, weil ihr zweimal im Jahr oder sowas einen Dübel raucht, da wird euch nicht irgendwie das Hirn rausfallen von. Aber fangt auf gar keinen Fall an mit 15, 16, 17 oder irgendwie sowas. Irgendwie alle zwei Tage oder sogar jeden Tag irgendwas zu rauchen. Das macht euer Gehirn kaputt. Cannabis zu rauchen. Genauso wie Alkohol auch. Ich habe selber, also ne, ich habe ja auch nichts gegen Cannabis. Ich habe auch selber schon Cannabis geraucht. Aber ich kenne halt auch Kumpels, die damals mit 13, 14 angefangen haben, regelmäßig zu kiffen. Und das sind einfach andere Menschen geworden. Euer Gehirn wird davon wirklich irreparabel geschädigt. Ihr könnt es danach nicht rückgängig machen. Ihr seid einfach gefickt dann mit 20 oder sowas. Weil euer Gehirn sich nicht so entwickelt, wie es das ohne Cannabis getan hätte. Ja. Das ist nochmal eine andere Geschichte, wenn das Gehirn fertig entwickelt ist. Das sagt man so mit 22, 23, 24, bestimmt irgendwie so aus dem Dreh. Da ist das dann weniger gefährlich, auch nicht ungefährlich, weil es kann auch Psychosen auslösen, Panikattacken, Verfolgungswahn, alles mögliche. Wie ist das? Ihr könnt nicht mehr schlafen, Schweißausbrüche, alles mögliche. Es ist ehrlich nicht ohne das Zeug. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Gerade wenn man halt so in den häufigeren Konsum reinkommt. Und das kann einfach bei Cannabis leichter als bei Alkohol, würde ich behaupten, passieren, dass man in diesen regelmäßigen Konsum rauskommt, weil die Nachwirkungen davon halt krass sind. Ihr habt halt nicht jeden Abend, jeden Morgen einen krassen Schädel davon, einen Kater. Deswegen verleitet das, würde ich schätzen, eher mal dazu, dass man gerade im jungen Alter dann anfängt, das häufiger zu nehmen. Lasst es. Es ist wirklich, wirklich beschissen, gefährlich und es fickt euch. Und es fickt euch vor allem für den Rest eures Lebens. Ihr könnt das nicht mehr rückgängig machen. Schönes Statement, muss ich sagen. Und was ja auch noch interessant wird, wahrscheinlich werden am Anfang auch ziemlich viele Führerscheine noch abgegeben werden. Weil die haben es dann natürlich hochgeschraubt, aber nicht so hochgeschraubt, dass da es wahrscheinlich, oder? Bin ich auch gespannt. Also, ich glaube, sie haben noch gar kein neues Teil. Also, noch darfst du gar nicht. Oh fuck, ich wollte nicht ins Ziel jeeten. Ich glaube, ich muss aber direkt ins Ziel jeeten. Ich bin jetzt da drüber gejeetet. Aber im Toastsprung gerade. In First Try übrigens. Alter, ich habe jetzt den dritten. Oh, naja, ja, fast. Nicht ganz. Es gibt einen, der empfohlen wurde, einen Grenzwert. Das war irgendwie 0,35 Nanogramm THC oder so im Blut. Im Moment ist es 0,1, das ist die jetzige Grenzwert und das ist einfach nur, sobald der Test ausschlägt, ist der Führerschein weg. 0,1 ist das niedrigste, was sie irgendwie detektieren können. Das heißt, sobald der Test halt ausschlägt, wie gesagt, ist der Führerschein der Lappen weg. Oh fuck, ich muss glaube ich der rein. Der neue Testwert ist 0,35, lol, der empfohlen ist und das entspricht ungefähr 0,2 Promille Alkohol. Also es ist schon ein ziemlich restriktiver, ein geringer. Lol, du hast mich dein Raketenstreifen weggelassen. ein ziemlich geringer Wert. In Kanada ist, glaube ich, 10 Nanogramm das Ding. Ja. Mal gucken. Also das Ding ist halt so, dass wenn du jetzt gerade Cannabis konsumierst, dann... Ah, ich bin knapp drüber geflogen. Ich bin auch drüber geflogen. dann ist es so, dass wenn du regelmäßig Cannabis konsumierst, also sagen wir mal alle zwei Tage oder irgendwie sowas, dann kommst du niemals unter diesen Wert von 0,1 Nanogramm. Das heißt, wenn du jetzt gerade Cannabis konsumierst, darfst du eigentlich niemals Auto fahren. Also sobald sie einen Test machen darauf, ist der Lappen weg. Weil es einfach, sobald der Test ausschlägt, ne, Lappen weg ist. Und du kommst wieder zu, dass der Test dich ausschlägt. Ich weiß aber nicht, wie es bei diesen 0,35 Nanogramm jetzt ist. Ob da dann auch, ob du darunter kommst, wenn du jetzt alle zwei Tage einen Hügel rauchst. Das weiß ich nicht. Ich hoffe nur, sie werden da irgendwie so einen Wert finden. Weil es ist halt schon affig, wenn du abends einen rauchst, dann am nächsten Tag bist du nüchtern, wirst trotzdem, verlierst deinen Führerschein, das ist schon ziemlich lappig. Mal gucken, was da kommt, bis jetzt steht noch nichts fest. Beim Grenzwert für den Führerschein, fürs Autofahren. Oh, jetzt endlich! Finally! Ja, und das finde ich, ist halt das Ding. So, ich finde, ich würde mir nochmal anhören, was ich jetzt so gesagt habe über das ganze Thema. Aber so, finde ich, müsste der Umgang damit sein, es müsste halt aufgeklärt werden. Und ohne es zu verbieten halt, ne? Aber halt schon wirklich auch die Gefahren da benennen, damit man einfach weiß, was da für Scheiße passieren kann. Passt auf, Muchachos, Cannabis
gefährlich. Ja. Zwischendurch mal so ein Dübel in der Woche oder einen Monat oder zwei im Jahr oder irgendwie sowas. Da fällt euch kein Zacken aus der Krone. Da sterbt ihr nicht von. Aber regelmäßig, nicht ohne. Gut, Muchachos. Ja, wenn ihr uns unterstützt, Triebwerk oder auch Merchandise, in jeder Sittenbestellung ist vielleicht ein Schamhaar von Deko drin, um hier nochmal den Loser-Charme reinzubringen. Daumen nach oben ballern. Von unserem Selbstgezüchteten. Und ja, bis dann, Antenne, Muchachos, bye bye. Reingehauen.